Boah, das ist unglaublich, ey. Wann haben wir das letzte Mal so einen Schnee gehabt? Wir schreiben das Jahr 2021. Tut mir ja echt leid, dass ich euch heute kein GoPro-Video bieten kann. Aber die Kamera, die will bei der Kälte einfach nicht mitspielen. Also muss diesmal das Handy herhalten. Also wie auf der Straße ist es überhaupt kein Problem zum Fahren. Die Reifen sitzen zu. Kein Thema. Aber die Autos, die haben hier schon echt arge Probleme. Aber mit dem Fahrrad kommt man hier gut durch. Geht also. Eins kann ich auf jeden Fall sagen. Der Sonnenschein ist toll. Der Schnee ist auch toll. Bei der Ackerei durch den Schnee, da wird einem warm. Ich hätte mich gar nicht so warm anziehen brauchen. Das ist unglaublich. Das Fahrrad steht sogar ohne Ständer und ohne Abstützen. So viel Schnee haben wir hier. Leider ist meine GoPro-Kamera ausgefallen bei der Kälte. Und deswegen kann ich euch heute leider keine schöne Tour zeigen. Aber da an dem Stück geht eine steile Senke runter. Die bin ich erstmal gefahren. Das funktioniert. Aber grundsätzlich auf diesen zugeschneiten Wegen ist es ziemlich anstrengend. Die Reifen drehen die ganze Zeit durch, egal welchen Modus oder welchen Gang man hat, weil das einfach alles zusitzt. Aber cool ist es trotzdem irgendwie. Da steht das Fahrrad im Schnee. Und wenn ich das jetzt anpitsche, dann fällt es um. Quatsch. Und wieder habe ich das Fahrrad einfach nur abgestellt. Im Schnee. Um in diesem Sinne Grüße an Roman in der Eifel zu senden. Wenn ihr so hohen Schnee habt, versuch es. Aber ich vermute, du wirst auf normalen Wegen bleiben. Es ist auf den zugeschneiten Wanderpfaden und Trails echt schwer zu fahren. In diesem Sinne auch ein Gruß an Jörn, der mit seinem Highbike auch nicht durch den tiefen Schnee fahren konnte. Ich kann es nachvollziehen, aber einen ganz großen Dank bzw. einen ganz großen Lob geht an Melanie, die sich tatsächlich am Sonntag im Schneegestöber durch ihren Wald getraut hat und das auch mit Bravour gemeistert hat. Hut ab! In diesem Sinne, ich guck mal, wie weit ich jetzt auf diesem Weg runterkomme. Ich hoffe, euch hat mein kleiner Spot trotzdem gefallen. Bis dahin, tschüss! Vielen Dank fürs Zuschauen. Juhu! Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich senken mag?